Gut, dann gehen wir mal weiter. So, jetzt nochmal kurz abgehustet, das ist hoffentlich nicht aufgefallen. Also ich bin immer mal gespannt, ob das auffällt, weil ich das immer pausiere. Das ist auch die erste Aufnahme, da muss ich auch erstmal mich selber einfuchsen mit. Weil kann ja sein, dass da immer vielleicht mal ein paar Wörter abgehackt sind oder so, ich weiß es nicht. Das schauen wir einfach mal. Ja, und dann haben wir hier beim Friedhof, da gibt es auch was Neues. Und zwar sind hier ein paar Leute gestorben. Oh, hier haben wir sogar noch die Inneneinrichtung vergessen, das mache ich dann noch. Hanna Lübcke, Uwe Kreitmeier, Peter Landgrab, passt ganz gut, Dieter Osterwelle, Natalia Amelia Kreschner. So, ich habe keine Ahnung, ob diese Personen ursprünglich existieren. Bis auf den hier, Aaron Bollbuster. Das ist ein Easter Egg von dem Marco. Viele Grüße. Natascha Feldhorst. Patricia Bühnen. Anneliese Braun. Wer kennt's nicht? Anneliese Braun. Ja. Anneliese Schmidt. So, Günther Jauch. Na gut, der existiert. Peter Fallrost. Und zu guter Letzt Familie Schwacke. Auch ein Insider, wer ihn kennt. Das Familienerbe, da ist noch nichts drin. Werden wir aber. Ja, doch hier. Ein Pissbot. So. Kunibert Schwacke starb an einem Rosenkrieg. Ihre Schwacke starb am selben Grund. So. Dann gehen wir mal auf die nächste Seite. Dann haben wir hier Rusty Beckmann, Trevor Phillips, Robert Meyer, Jenny Meyer, John Smith, Johanna Smith, Ehepaar. Dann Bodo Ziegler oder Zickler oder sowas. So, Rainer Stegmann. Hier drinnen haben wir die Familie Hansen. So, starb an männlichen Überdruck, Gertrud Hansen. Warum an männlichen Überdruck? Weil Kai Hansen starb an dicken Eiern. Ja, finde ich doch relativ witzig. So, Erna Lincoln, Ron Maßdeckel oder Maßdeckel, Herbert Schwund, passender Name übrigens, Max Mustermann, Bernd Müller, Heidi Müller. Ja, das sind so die Gestorbenen hier so. Also ich weiß noch nicht, ich habe sie erstmal raufgeschrieben. Also ein paar Namen sind ganz lustig, ein paar Namen sind ganz normal, die haben nichts zu bedeuten. Oder müssen wir mal gucken, was wir noch so an Friedhöfen bauen werden. Weil es kommen nämlich noch mehr. So, das die Ecke hier haben wir schon gesehen. Das kennen wir auch alles soweit. Da gibt es auch noch nichts Neues. Wir gehen jetzt einfach mal hier durch. Denn hier gibt es etwas Neues zu sehen. Und zwar das erste, was... Nein, Aventus, jetzt gerade nicht. Ich nehme gerade auf. Moment mal, das schreibe ich ihm gerade mal. So, das wäre dann erledigt. Ich habe den Aventus geschrieben, dass ich gerade aufnehme. So, und hier oben, da sehen wir schon mal einen Teleport-Knotenpunkt. Ja, der Teleport-Knotenpunkt fällt ist die Stadt, in der er sich befindet. Habe ich mal so konstruiert, eine Eigenentwicklung. Und zwar haben wir hier die Möglichkeit auf ein Netherportal, die Farmwelt, den Spielplatz oder die Testwelt, eine weitere Stadt, den Game-Mode. Das mit dem Game-Mode, das muss ich nochmal abändern. Ich muss das irgendwo anders hinstellen, weil mich das sonst immer nach Gavel schleudert. Weil die verbinden sich hier irgendwie. Ja, und hier ist noch Platz für mehr.
Ja, also das wird man in jeder größeren Stadt bzw. Dorf finden oder auch was ein bisschen weiter entfernt ist. Und da habe ich mir so gedacht, dass alles, was irgendwie so einigermaßen angrenzt, dass das dann hier auf den Schildern steht. Deswegen ist das auch so klein und ja. Es wird auch noch eine Teleportstation kommen, die ein bisschen größer ist, wo wirklich alles drin steht. Aber das wird in der Hauptstadt, die wir irgendwann mal bauen werden, drinne vorkommen. Und ja, da mache ich mir jetzt auch noch keine Gedanken drüber. Gut, dann. Oh, Entschuldigung, dann gehen wir mal weiter, aber kurz husten. So, gut, das war mal wieder notwendig. Es tut mir leid, dass ich so oft die Unterbrechung drin habe, aber es geht nicht anders im Moment. So, hier kommen wir weiter zu einem Platz. Der Platz ist im Moment noch sinnlos. Das soll eher ein Marktplatz werden oder zumindest der Ausgangspunkt zum Marktplatz. Und ja, also der ist erstmal nur da. Da kommt noch ein paar Dekos drauf und sowas, aber dazu später. So, dann haben wir hier, wenn wir das Gebäude mal betrachten, das ist auch eine mehr oder weniger Eigenkreation. Das ist die Schmiede. Die ist so ein bisschen verhangen und sowas. Also ich mag das, wenn das verhangen ist, so ein bisschen alt aussieht, bis zerfallen aussieht. Finde ich ganz nett so. So. Da haben wir hier einmal den Eingangsbereich, wo dann halt die Kunden so sitzen können und warten können oder kommen halt wieder und können sich hier bestellen, ne, was die denn haben wollen. So, und der Schmied hier, der kann dann halt hier seinen Amboss benutzen, seine Kühlanlage hier, seinen Schmiedeofen und dann haben wir hier seine Kohlevorräte. Ja. Sonst gibt es hier eigentlich nichts weiter. Das hier habe ich nur zur Deko hingestellt, weil es halt besser aussieht mit als ohne. Ja. Gut, und dann hier wohnt er auch gleich, der gute Schmied. Ne? Hier kann er seine Sachen anhängen. Dann haben wir hier ein paar Bilder, eine Kiste, weil sie halt da stehen kann. Eine Küche mit Kräuter. Und ja. Einen Tisch. So, dann gibt es hier noch eine kleine Abstellkammer, kann man so sagen, oder einen schämlich Raum oder sowas. Dann haben wir hier noch einen kleinen Abstellbereich und man kann hier auch noch auf den Balkon gehen. Ja, der Junge hat einen Balkon. Das ist unfassbar. Bis jetzt der Erste, der einen Balkon hat. Muss man ja noch mal dazu sagen, ne? So, dann gehen wir mal weiter in das nächste Stockwerk. Und ja, hier haben wir dann auch wieder einen Flur. Hier kann man auch sitzen, falls man mal ungestört lesen will. Dann haben wir hier, ja, das Wohnzimmer, würde ich sagen. Ja, das ist das Wohnzimmer. Ja, gut. Finde ich auch sehr gemütlich. Würde ich selber noch holen. So, was mich ein bisschen stört, dass man kein Fernseher hat, aber ansonsten ist alles Paletti. So, ist es gerade dunkel draußen. Ja, dann schlafe ich mal eine Runde. So. Aventus Joints gegeben. Aha. So, und dann haben wir hier das Schlafzimmer halt, ne? Wie man gerade gemerkt hat. Und ja, hier ist halt der Dachboden, der ist so ein bisschen zugestellt, wie man es halt kennt von mir. Und ja, also es ist ein Lagerraum halt, ne? Mir fällt gerade auf, ich müsste mal eine Vorratskammer irgendwo einbauen. Das habe ich nämlich auch noch nicht. So, dann wollen wir mal raus hier wieder. So. Und unten raus, ja, man kommt nur unten raus, durch diese Tür, da würde man eigentlich kommen, aber ich benutze den Tresen. So, dann sieht man hier schon, das ist die Schmelze. Ja, und also unten wird geschmolzen, da gehen wir jetzt erstmal rein, weil es gerade unten ist.
Dann haben wir hier Goldblöcke und Eisen, also allgemein Metalle schmilzt er. So, da sieht man hier auch schon eine Rille, wo dann das heiße Metall langfließen kann. Und zwar aus diesen Schmelzöfen. Ja, die Schmelzöfen, das war tatsächlich eine Idee von dem Aventus. Die habe ich nur etwas erweitert, die Idee. Ansonsten, ja, seine Idee. Gut. Ja, hier genauso. In den Kisten ist mal wieder nichts drin. Packe mal ein Bild rein. Einfach nur, damit es da drin liegt. Ja, es sieht hier auch so ein bisschen in den Fels geschlagen aus, kann man so sagen. Jedenfalls hängt da noch ein Teil davon raus. Und dann würde ich sagen, wir gehen mal nach oben in das Haus des guten Mannes. Ja, bevor wir da reingehen, erst husten. So, da wären wir wieder. Ja, gut. Also, jetzt gehen wir mal in das Haus hinein. Also ich denke mal, man hört das noch, dass ich noch eine leicht angekratzte Stimme habe, aber es geht. Also es ist jetzt nicht so schlimm. Es hört sich vielleicht schlimmer an, als es sich anfühlt oder umgedreht. Gut, dann haben wir hier die Küche schon mal. Die Küche, da hat er hier seine Werkzeuge, ne? Den Pfannenwender, den Löffel und das Messer. So, dann hier auch wieder Stößel und Mörser. Mörser und Stößel. Ein paar Kräuter hat er hier, dann wieder einen Ofen halt, ne? Und ja. Hier oben muss man auch wieder sehen, da habe ich halt hier so eine Eichenholzstufen verwendet, um halt diesen Effekt hervorzurufen, weil das sind nämlich diese halben. Und die habe ich dann an die obere Hälfte gesetzt und dadurch sieht das halt ein bisschen besser aus. Auch ein Tipp, den ich von den Dragon Miner habe. Ja, finde ich ganz gut. Gut. Ja, hier ist eine kleine Abstellkammer. Das ist eine Vorratskammer, genau. Doch, dann habe ich auch eine Vorratskammer. So unfassbar. Ich habe eine. Gut, brauche ich nicht mehr bauen. Und hier ein Papierkorb. Ja. Gut. So, dann gehen wir mal weiter. Ich habe gerade noch mal Husten. So, und dann gehen wir hier. Hier befindet sich eine offene Räumlichkeit, hier für Pokerspiele sozusagen oder sowas. Ja, dann haben wir hier wieder einen Flur. Da gehen wir mal hier rein. Das ist dann das Wohnzimmer, ein kleineres. Und hier hinten ist noch eine Lagermöglichkeit bzw. die Schlafmöglichkeit in einer Schlafnische. Ja, und hier kann man auch sitzen, wenn man möchte. Und ja, so ist der Schmelzer-Typ, der ist dann halt ganz gut eingedeckt. Jetzt gehen wir aber nochmal nach oben auf den Dachboden. Und hier, liebe Leute, versteckt sich ein Easter Egg. Ja, wer wird das Easter Egg finden? Schauen wir nochmal rum. Wo könnte das Easter Egg sein? Vielleicht, wenn man hier hoch geht. Da ist ja eine Kiste. Oh mein Gott, was könnte denn da drin sein? Ein Buch. Eine Bestandsliste. Eine Bestandsliste. Zwei Diamanten. Ein Trank der Unsichtbarkeit. Ein Goldblock. Ja. Das ist tatsächlich eine Bestandsliste, die findet man hier drüben, irgendwo, hier überall, in irgendwelche Kisten. Aber für die Leute, die irgendwann mal raufkommen, survivalen wollen oder wie auch immer, da müsst ihr auch auf so kleine versteckte Punkte achten. Ne? Also hier kommt man zum Beispiel über die Dinger hier rauf und dann ist da eine Kiste. Da sind die zwei Diamanten drin und ein Easter Egg. Ich hoffe mal, das ist richtig geschrieben. Grayskull. Also so He-Man halt, ne? Und so heißt das, so habe ich das Schwert dann halt getauft. Grayskull. Ich hoffe mal, das ist richtig geschrieben, ich weiß es nicht. Und das ist dann halt so ein Sammelgegenstand. Und ja.
ein Sammelgegenstand, den man sich dann halt irgendwo in eine Kiste reinpacken kann, um das dann halt anderen Leuten zu zeigen oder sowas. Ja. Oder halt einfach nur Leute, die vielleicht im Adventure-Modus spielen wollen. Da muss ich mal gucken, wie das genau wird mit den Quests und sowas. Das will ich ja auch noch alles einführen, aber damit beschäftige ich mich erst, wenn ich soweit bin. Gut. Ja. Dann gehen wir mal hier weiter. Hier sehen wir auch jede Menge Lagermöglichkeiten, wie man sie halt kennt, ne? So, irgendwo ist ja auch noch was drin. Ich habe leider vergessen, wo. Ich sollte vielleicht... Ah ja. Hier haben wir den Unsichtbarkeitstrank. Aber wir haben keinen Goldblock, ist ja unfassbar. Warum haben wir keinen Goldblock? War doch einer, ne? Moment. Ja, ein Goldblock. So, ein Goldblock. Huch, nein! Verdammt. So, zack. Da ist der Goldblock. Gut, und dann gehen wir jetzt mal hier wieder raus aus dem Haus. Ja, und ich muss schon wieder Nase schnauben, das ist ja unfassbar. So, sobald ich hier raus bin, gehe ich mal kurz auf Pause und dann, ja. Gut, Pause. Ja, so, das hat auch mal wieder gut getan. Ja, und dann fällt mir gerade auf, wir haben hier nur so einen mickrigen Klumpatsch. Da müsste eigentlich das hier rauf. So. Da fällt einem mal wieder auf, was man so alles vergisst, wenn man hier einfach mal so vorbeigeht, ne? Und das vorstellt, bezeichnet und sowas. So Kleinigkeiten halt, auf die es auch ankommt. So, hier sieht man, habe ich mir jetzt einen Durchgang gebaut. Ich weiß nicht, das sieht eigentlich sieht das scheiße aus. Aber ich wollte es halt nicht um den Berg drumherum bauen, deswegen habe ich einen Durchgang gemacht, was so ein bisschen nach Mine aussieht. Ja, und dann habe ich hier so ein bisschen Muster reingemacht in den Erdboden und auch an den Wänden. Da habe ich mir überlegt, dass man da vielleicht noch was hinter verstecken könnte. Also nicht überall, aber bei einigen Dingern, wo man halt irgendeinen Knopf drücken muss und dann geht das hier zum Beispiel auf und dann ist da hinter eine Kiste oder wie auch immer. Oder ein Geheimraum. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. So. Und ja, dann gehen wir mal hier weiter. Das Ganze geht dann bis hierhin und hier ist ein Tor. Wohin das Tor führt, das werden wir nachher noch erfahren. Da gehen wir nachher später noch lang. Hier vorne ist übrigens der Holzfäller. Der läuft da auch draußen rum. Da heißt auch Holzfäller, hallo Holzfäller. So, jetzt machen wir mal zu, jetzt kommt er nicht mehr raus. Doch, er kann sich teleportieren. Dober Holzfäller. Also ich bin dafür, dass die NPCs auch Türen öffnen können. Also die man selber programmiert. So. So, und dann sehen wir hier auf der anderen Seite auch noch ein Tor. Ja, ich habe die Mauer endlich mal vollendet. Und das führt aber noch nirgendwo hin. Das geht jetzt einfach erstmal nur darüber und das war's. Also das hat jetzt noch kein Ziel, bekommt es aber früher oder später bestimmt noch.